Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem kleinen neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und heute schauen wir uns mal Rescue HQ an. Ein neues Spiel, das am 28. Mai, also in rund einer Woche, erscheint auf Steam. Wird circa um die 25 Euro kosten. So ganz genaue Zahlen habe ich da noch nicht. Und es ist ein Tycoon-Game. Im Rettungssektor, sagen wir es mal so. Es kommt vom Still Alive Studio, dasselbe Studio, das auch den Bus Simulator 16 und 18 gemacht hat. Den wir im letzten Stream mal gespielt haben. Wird gepublished von Aerosoft und ich habe einen Beta-Key bekommen dafür. Das seht ihr auch hier oben, die Beta-Version. Ich kann deshalb auch nicht sagen, wie viel in der Beta schon enthalten ist. Aber ich nehme an, dass da relativ das volle Game, das nächste Woche erscheint, enthalten ist. Also die letzte Version, die halt verfügbar ist, möglichst. So, die Musik geht da ab wie nix. Der tippt wie nix. So, bin gespannt, was mich erwartet. Ich habe es noch nicht reingespielt. Und bitte habt Verständnis, ich kenne mich auch damit nicht aus. Wir werden sehen, wie gut mir das Spiel liegt. Ja, drücken wir mal also zuerst die Einstellungen. Es ist auf Deutsch, mit Sprache und Voice-Over kann man auch auf Deutsch haben. Sonst sind die Einstellungen eher karg, sage ich mal. Und es gibt anscheinend auch eine Mod-Unterstützung. Und dann lasst uns doch einfach mal ein neues Spiel starten. Es gibt hier sogenannte Szenarien. Wir starten einfach mit San Francisco Hard. Hätte ich doch gesagt, nee. Berlin, einfache Schwierigkeitsgrad, ist empfohlen. Sehr deutsch. So, Dauer 5 Wochen. Herausforderungen. Vermeiden Sie den Bankrott für die Dauer des Szenarios, vervollständigen Sie Ziele für zusätzliche Geldmittel und Ansehen. Beschreibung. Die Standardeinstellung der Berlin-Karte. Keine besonderen Herausforderungen, keine Baueinschränkungen, im Grunde genommen eine Trainingskarte. Stadtzuschüsse 5, Startfinanzieren 100.000. Ja, im Mittleren hat man 150.000. Okay, dann lass uns doch mal mit dem starten. Im Hintergrund sehen wir, wie es mal aussehen kann. Ich glaube, jetzt fangen wir ein bisschen kleiner an. Und da sehe ich schon mal sehr viele Menüs auf meinem Screen. Den kann man kaum anschauen. Also, wo starten wir denn da? Ereignisleiste. In der Zeitleiste werden Ereignisse und Schichten hervorgehoben. Behalten Sie immer ein Auge darauf, um auf zukünftige Ereignisse vorbereitet zu sein. Ich kann ja auch Pause drücken hier. Da haben wir Ereignisse. Da werden sogenannte Ereignisse schon mal vorkalkuliert. Um weitere Informationen... Danke, ich weiß, dass ich Pause bin. Informationen zu Ihren Finanzen zu erhalten, klicken Sie einfach auf das Geld. Kommt demnächst. Da wahrscheinlich. Ansehen ist wichtig, um fortzuschreiten. Geben Sie es im Baumenü aus, um neue Objekte freizuschalten. Maximieren Sie es. Sie es am Ende der Woche, um die Obergrenze zu erhöhen und Bonusgeld zu erhalten. Also wir werden sehen, wie das Ganze funktioniert. Da haben wir die Kosten, Schulden und Zuschüsse der Stadt. Prognosen konsultieren, indem Sie auf den Geldanzeigen auf dem Hauptbildschirm oben links klicken. Das sind wir ja. Wenn Ihre Mittel ins Minus rutschen, können Sie keine Einkäufe machen. Macht Sinn. Sie können Zuschüsse der Stadt in Anspruch nehmen, Ende der Woche. Und wenn Ihr Guthaben am Ende der Woche negativ ist, nachdem Sie die Zuschüsse der Stadt erhalten haben, verlieren Sie das Spiel. Macht irgendwie Spiel Sinn. So. Irgendwie kommentiert er in dieser Musik derselbe wie im Menü. Okay. Kann ich das verschieben? Nein. Aber die Löcher sind ganz interessant, wie die da durchsichtig sind. So. Bestes Feature des Spiels. So. Ansehen Stufe 1. Feuerwehrmann, Gehälter 7800. Also wir haben Ausgaben von 7800. So, und wir haben keine Zuschüsse aktuell. Und wir können auch Ansehen in Geld umwandeln. Okay. Gut. Da die Menüs. Das Baumenü, wo Sie Räume und Objekte kaufen, entsperren und platzieren. Die Crew, Bewerberliste, das Inventarmenü, eine Liste der auf dem Gelände verfügbaren Geräte und Objekte. Okay, macht irgendwie Sinn, ist einfach gemacht. Was das ist,
Aha, das sind die Anzahl untätiger Crewmitglieder. Willkommen, lieber Freund. Ich werde Sie persönlich beim Aufbau dieses Hauptquartiers begleiten. Sagen Sie mir Ihren Namen, warten Sie, was? Oh, Sie können nicht? Tja, Pech gehabt. Ich taufe Sie auf den Namen Kadett. Danke dir. Du siehst eher so aus. Sie richten die Abteilungen Feuerwehr, Polizei und Medizin ein. Folgen Sie mir besser aufs Wort Kadett. Als erstes, früher, das beste Übersetzung, sollten wir eine Feuerwehr aufbauen. Ich mag Feuer nicht. Ich meine, es ist hell und wenn du nah dran kommst, ist es warm und verursacht schreckliche Schmerzen. Aha. Wie auch immer, Sie haben etwas Geld, setzen Sie es ein. Bauen Sie ein Feuerwehrauto, bereiten Sie Ausrüstung vor und besorgen Sie sich einen Schreibtisch, um Leute einzustellen. Tun Sie das und ich werde dafür sorgen, dass Sie bald genug Brandnotfälle haben. Ja, er wird selbst mit der Fackel rumgehen und mal da die Stadt anzünden. So, also, und das sind anscheinend unsere Crewmitglieder hier. 4 Stück, das sind diese 4 da. Und jetzt haben wir hier Aufgaben, dann gehen wir doch mal auf Bauen. Es ist schön, dass das Tutorial zeitgleich gezeigt wird, dann kann man es auch sehr gut verfolgen. So. Also ich kann anscheinend da was... Wir werden das schon kapieren. Komm, wir spielen sowas nicht zum ersten Mal. Kann ja nicht so schwer sein. So, alle Objekte, alle Baubahnen freigeschalteten. Also, so viele gibt's anscheinend aktuell. Da kann man es wieder klein machen. Gut. LF10 Garage bauen. Also, Garage. Tür und LF10. So, jetzt sehen wir, das ist das Feuerwehrauto. Das heißt so. Wäre noch schön, wenn ich wüsste, mit Q kann ich drehen, aber mit R nicht. Ah, mit E natürlich. Okay. Ist mit Q und E gelöst. Also entweder... So. Türen kann ich da ranbauen. Korridor, Bad, Küche, Schlafzimmer. Muss man das jetzt in einen Raum bauen? Jetzt benötigt es eine Straße. Wo ist denn hier? Es hat keine Ausfahrt, oder wie an diesem Gebäude? Also, die Türen sind ja auch in der Arrestzelle. Da kann ich eine Tür reinbauen. Da nicht. Da auch. So, ja, da kommt's wieder. Man hätte besser mal das Tutorial geschaut. Kann ich es nochmals aktivieren? Wohl kaum. Was steht denn da zum Anheuern von Feuerwehrleuten? Ein Büro. Komm, wir können mal im Büro schauen. Da leuchtet auch gerade. Bin ich da auf Korridor? Büro? Das ist schon das Büro eingezogen anscheinend. So. Also, so eine Station. Die stellen wir mal dahin. So. Einige Objekte sind nicht erreichbar. Wir haben aber hier eine. Aha. Kann ich das nochmal bewegen? Ah ja. Okay, so ist es erreichbar. Bist du hoffentlich zufrieden? Das ist aber noch nicht gebaut jetzt. Das ist noch im Bau. Wir können auch noch einzelne Stühle setzen. Praktisch. Stühle. Und wir haben da 2 Türen, aber wir haben schon eine Tür. Also vor allem so eine Doppeltür, weil da so viele Leute rein und raus müssen. Ich will auch mal auf Play. Vielleicht ist das auch unser Problem hier. Dann sehen wir, wie die nichts machen. Also es wird anscheinend aufgebaut. Nachfüllstation für Luftbehälter. Das ist da. Füllt Druckluftbehälter. So. Kann man die hier reinstellen? Also wie gesagt, ich kenne mich mit Thema Feuerwehr nicht aus. Das sind anscheinend Schließbehälter. Und deshalb weiß ich auch nicht, was sich wo findet. Sagen wir es mal ganz einfach so. So, stehe ich noch dahin. Passt vielleicht so. So, und jetzt noch das LF10 in die Garage rein.
Jetzt kommt's. Ah, da haben wir das Raumwerkzeug. Ne, das ist Bad, Garage, hier. Ja, ah ja, ich muss hier einen eigenen Raum machen. So. Der wird so. Ah, schön kann man da Räume zerstören. Okay. Ah, und dann geht's. Der macht das Tor automatisch. Okay, also ich stelle mal ganz darüber. Nee, hat wohl nicht geklappt. Da fragt sich, wie ich das vorhin verschieben konnte. Ah, jetzt. So. Einmal dahin. Und eine Tür fehlt da auch noch. Die wollen wir natürlich selbstverständlich da noch reinmachen. Zum Beispiel hier. So. Und die ist jetzt im Bau. Wir können auch die Zeit verschnellern. So, also wir haben es noch hingekriegt. Tut mir leid, hat ein Weilchen gedauert. Ja, sieh an. Nun sieh mal einer an. Ah, sagt er auch. Eine Feuerwehr. Jetzt kann ich anfangen, Feuer zu melden. Natürlich sollten sie ihre Abteilung ständig erweitern. Sie werden sich sogar um Kätzchen in Bäumchen kümmern dürfen. Wir werden definitiv mehr Arbeitskräfte brauchen, wenn wir gedeihen wollen. Wir müssen mehr Feuerwehrleute rekrutieren. Neu eingestellte Leute sind in der Regel Anfänger. Sie sind in der Praxis fast unbrauchbar. Es sei denn, sie haben einen wirklich starken Aberglauben. Okay. Also, die Texte sind ein bisschen komisch. Nicht so mein Stil, ehrlich gesagt. Neu eingestellte Anfänger sind in Notfällen grundsätzlich unbrauchbar. Mit ihrer Muskelmasse eines Joghurts. Sie können in einem Grundlagentrainingsbereich stärker werden. Normalerweise. So, und jetzt sollen wir eine Wasserschlepptraining-Ausbildung bauen. Was ist denn das? So, Ausbildung. Wasserschlepptraining. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist wahrscheinlich kein Raum dafür. So, Training machen wir mal. Hier hin. Also dieser Sprecher, der stört ein bisschen, ehrlich gesagt. So, bau doch mal einen neuen Raum. Wir hoffen mal darauf, dass wir da nicht, so, aber da ist irgendein... So, da müssen wir was... Ah, ich muss die Anforderungen erfüllen. Ah, jetzt geht's. Natürlich habe ich das wieder so gebaut, dass das kaum möglich ist, da. So. Okay, was macht man da genau? Jetzt können Ihre Anfänger für Notfälle trainieren. Überprüfen Sie den Bewerber-Tab im Crew-Menü, um einige Neulinge... Ich habe Fragen. Einige Neulinge sind bereit, sich unseren kleinen Kult anzuschließen. Okay, was kommt da? Die Nachtschicht beginnt gleich. Ah, ich fahre mit der nächsten Schicht fort. Um frische Seelen zu assimilieren, ich meine, um Bewerber zu finden, braucht man Mitarbeiter zum Einstellen von Personal. Einige können die auch nach Abschluss ihrer Ziele beitreten. Denken Sie daran, jedes Crewmitglied braucht ein Schließfach. Lassen Sie uns den Gemeinschaftsraum noch mehr erweitern, mit uns meine ich Sie. Richten Sie ein Badezimmer und eine kleine Küche ein, in der die Leute in Ruhe essen und auf die Toilette gehen können, in dieser Reihenfolge. Wie ich meine, wie auch immer, wenn Sie nichts zu essen haben, gehen Sie einfach raus, genau dann, wenn man Sie braucht. Arbeitsgesetze. So, also, die haben da Wasser hin und her. Das kommt sehr komisch vor da. Was gibt's in der Garage Neues? Wir können da neue Autos freischalten anscheinend. Also, Bad und Küche soll her. Und genügend Schließfächer sollen wir haben. Okay, ich würde mal schnell den Korridor. So, wir ziehen den mal ein bisschen länger. Und dann können wir doch hier ein Bad reinbauen. Okay, so. Ja, muss ja vielleicht nicht zu groß sein. Also dann haben die Wände unterschiedliche Texturen, wie wir sehen. Dass er die Türen nicht automatisch
Ja, es wäre schon schön, wenn er das machen würde. Wenn er die automatisch richten würde. So, da haben wir eine Duschstation. Das ist sowas. Dann haben wir Toiletten. So, so rum. So. Darf was kosten. Waschbecken. So, das ist auf diese Seite. Dieser Stelle. Ja, sehr geil. Ja, das vielleicht nicht. Dann da wieder entfernen. So. So, jetzt habe ich nämlich zwei Schlafzimmer gleich. Ich hoffe, das Bett ist nicht so groß. Das ist vielleicht sogar gedacht, dass da mehrere Leute in einem Bett, in einem Schlafzimmer Platz finden. So. Ah, aber meine... Meine architektonische... So, die sind sowieso falsch herum. So, ich frag mich schon jedes Mal, wie ich das gemacht habe. Ich kann es, glaube ich, nur während dem Bau herum begleiten. Also, Schlafzimmer. Dann verkaufen das. Ja. So. Oder möchte ich es so umsetzen? Ah ne, da haben nicht mal mehr Platz. So. Aber macht ein bisschen mehr Eindruck. Don Carlito in seiner unendlichen Weisheit hat beschlossen, seine Kollegen zu verpfeifen. Der Prozess findet Ende der Woche statt. Stellen Sie sicher, dass seine alten Freunde ihm beim Prozess nicht zu nahe kommen. Ich weiß nicht ganz, von was er spricht, aber wir lassen das mal. Wir haben jetzt Schlafzimmer und wir wollten ja noch bei den Mitarbeitern schauen hier. Bewerber. So, Karim Arlette. Wir haben hier ja... Also aktuell sind wir nur Feuerwehr. Das ist dieses Zeichen wahrscheinlich. Dann nehme ich an Polizei und... Ja, Ärzte. Also Krankenwagen. Oder wie es dann erscheint. So, wir können sie am Tag oder in der Nacht anstellen. Und... Ich würde sonst... Nacht, Tag. Ich würde das sonst mal so auswählen. Gut. Okay, schließen Sie das Ereignisprozess gegen... So, da ist der Mafia-Boss-Prozess. Da ist Nationalfeiertag. So, jetzt lasse ich einfach mal die Zeit ein bisschen vergehen da. Und ich denke, da kommt ein Feuer in einer Stunde. Stimmt das so? Da könnten wir unsere Garage noch ein bisschen erweitern. So.
Erweitern wir doch die mal. Und was können wir... Oh. Ja, kommende Schicht. Das mit Wassertank. Na, wenn ich das hier freischalten kann und es nicht mal mehr kostet. Hauen wir doch das da noch hin. Vielleicht reicht dir das. ja. Das war sehr gewollt. So. Da hat sie übrigens ein Move-Tool, wie ich da gesehen habe. So, raus geht's. Brennt es jetzt nicht irgendwo? Oder nimmt der jetzt gerade erst das Feuer entgegen? Ah, da kann man das Ganze aktivieren, deaktivieren. Okay, ich lasse jetzt einfach mal die Zeit vergehen. Die Feierlichkeiten beginnen. Wie sieht es eigentlich mit der Stadt aus? Ich kann da nicht rausgehen. Also ich kann nur bis zu den Ecken fahren. Das ist ein Fußballstadion. Das ein bisschen klein scheint. Wenn man es mal... wenn man das Löschfahrzeug vergleicht, kommt mir ein bisschen klein vor. Andererseits, ich sehe auch keine Straßenfahrzeuge sonst unterwegs da. Scheint irgendwie auch zu fehlen. So. Ansehen. Wir bräuchten mehr Ansehen. Das Problem ist, weil ich ja mal Esc gedrückt habe, weiß ich nicht mehr, was der Dialog war. Und Notfallzeit abgelaufen. So. Wir sehen jetzt auch, die legen sich da hin. Die nutzen das Bad. Nutzen die Küche. So, und in 1 Stunde und 50. Im oberen Teil finden Sie die Ressourcenanforderung für den erfolgreichen Abschluss dieses Notfalls. Hier also, wir bräuchten 2 Polizisten und einen Hochleistungsmotor. In der unteren Hälfte können Sie die Aktivposten zuweisen, die Sie losschicken möchten. Fahrzeuge, Besatzung und Ausrüstung. Ihre ausgewählten Fahrzeuge bieten auch die erforderlichen Sitze für Ihre Besatzung und Aufnahmeplätze für Ausrüstung. Hier reagieren Sie auf Notfälle und treffen die schwierigen Entscheidungen, die Sicherheit der Stadt bestimmen. Und das Beste daran, so verdienen Sie auch Geld. Wählen Sie sorgfältig aus, welche Fahrzeuge, Besatzungen und Ausrüstungsgegenstände Sie losschicken möchten, da diese bis zur Behebung dieses Notfalls nicht verfügbar sein werden. Ja, leider. Wie ihr seht, ich habe nichts zum Losschicken. Wir können nicht um Hilfe bitten. Wir müssen diesen Notfall ablaufen lassen. Was haben wir für Bewerber? Das ist ein Anfänger, ist wieder so einer. So, schnell einfach nochmals ein. Also Finanzen habe ich da noch keine Übersicht. So, also das hätten wir vorhin bei der Feuerwehr machen können. Aber das habe ich natürlich wieder verpasst. So. Da wird die Stadt schön glücklich mit uns sein. So, kommt schon wieder so etwas. Ja, ich habe leider nichts. Also, können wir da auch was bauen schon? Und wo habe ich das jetzt vorhin von... wir können hier auch die Stadtmap anschauen. Wo habe ich das jetzt vorhin verlassen? Das Info, das kann man nutzen. Okay, gut zu wissen. Mit Esc habe ich es verlassen. So, Garage. Das ist ja nur ein... Das ist kein Polizeifahrzeug. Ausbildung, Bad, Küche. Versorgung, das haben wir alles. Büro, Korridor. Da gibt es soweit nichts Neues. Und hier sind die Lufttanks, die wir aus Ressourcen haben. Die stehen hier rum, wie wir sehen. Lass es mal noch weitergehen. Vielleicht kommt ja noch ein Einsatz, der zu uns passt.
diese Ausbildung hier, da frage ich mich schon, also... Da steht sogar noch wirklich, so funktioniert das. Ja, würde ich mich auch, kann ich mir vorstellen, dass das, das trainiert die am besten. Und dann aber hier so moderne Fahrzeuge zu haben, das geht auf. So, jetzt ist die Maus auf einem Stuhl hängen geblieben. Also, mal schauen. Wenn jetzt noch was anderes reinkommt, dann ist gut. So, der arbeitet ja hier. Der sucht Bewerber, genau. Kostet auch etwas. Ja, also, ich würde sagen, ich schaue mir da an, bis der nächste Einsatz kommt oder das Spiel irgendwie weitergeht mit dem Tutorial. Und wir sehen uns wieder in der zweiten Folge. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Mal so zum Reinschauen kann man es bestimmt mal anschauen. Ob es was ist, werden wir sehen. Bis jetzt bin ich noch nicht überaus begeistert. Denn die Grafik, die geht, die hat seinen eigenen Style. Die Leute könnten ein bisschen genauer sein. Das auf jeden Fall. Baumodus, gerade was Wände und so angeht, ist ein bisschen, ja, könnte ein bisschen vereinfachter sein. Ja, wir werden schauen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Da geht die Sirene los. Bis dahin, tschüss!